Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Schon wieder ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe, beziehungsweise war es das, denn diese Folge ist schon wieder neu aufgenommen. Und jetzt werde ich erstmal gucken, kurz mich nochmal orientieren, denn das ist ja jetzt die Neuaufnahme und die habe ich jetzt ein paar Tage später gemacht. Was wir alles so brauchen. Oder was ich machen wollte oder was ich gemacht habe in der letzten Folge. Beziehungsweise ist ja egal, ich kann ja jetzt alles noch anders machen. Denn ich will jetzt einmal ein paar kurze Infos loswerden. Weil eher, es ist gerade ein kleines Problem hier mit der Aufnahme mit Sandrock. Also ich muss dauernd doppelt aufnehmen oder dreifach. Es liegt auch an Sandrock, weil bei Mass Effect oder anderen Spielen, die ich jetzt für die bunte Woche aufgenommen habe, hatte ich gar keine Probleme. Ich habe jetzt neue Grafikeinstellungen mal, oder probiere sie jetzt mal aus, da das Spiel bei mir auch... Was ist das laut auf dem Ohr? Da das Spiel gerade bei mir nicht so rund läuft. Was ja immer mal passieren kann, denn das Spiel ist schließlich im Early Access. Und das ist normal, dass da nicht immer alles rund läuft. Da jetzt aber bald ein Update, wieder ein größeres Update kommen soll, hoffe ich, dass dort die Performance bei mir wieder besser ist. Und jetzt gehen wir kurz erstmal das Fachwerk ab, den Auftrag. Da, bitte. So long, Partner. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen mir in den dabei, mir die Karten zu legen, wie ich das jetzt machen möchte. Wenn ich merke, okay, es geht wieder in die Hose und ich muss wieder alles doppelt aufnehmen, dafür habe ich einfach nicht die Zeit und die Energie. Quest, damit wir es finden können, genau. Das ist irgendwo hier hinten in der Wüste. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen rumlaufen und ich kann euch noch ein bisschen erzählen. Bin ich am Überlegen, ob ich warte, bis der neue Patch rauskommt. Ich weiß nicht, ob für euch dadurch eine kleine Pause quasi entsteht. Auch noch ein Bronzerohr an Folgen. Aber so wie es jetzt gerade ist, funktioniert das nicht für mich. Weil das einfach ein bisschen nervig ist. So ganz einfach. Genau. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich auf den nächsten Patch warte mit den Aufnahmen. Und es könnte dann sein, dass für euch ein paar ein paar Wochenenden Folgen, keine Folgen kommen. Zumindest von Sandrock nicht kommen. Ich kann mir ja dann überlegen, ob ich was anderes zwischendurch aufnehme, was Kleines, was ich euch vorstellen will. Keine Ahnung, ja, verschiedene Möglichkeiten. Ja, das ist jetzt so erstmal der Stand der Dinge. Da hinten müssen wir hin. Dann machen wir die Quest und falls mir noch was einfällt, dann sabbeln wir später nochmal drüber. So, Elsie, wir sind pünktlich, hoffentlich. Wo ist sie denn? Good, here. Shh, don't make a sound. Give me the goods, I'll place them. Then we play the waiting game. Wo ist sie denn? Wo hockt sie denn? Ah, hinterm Stein. Es ist so putzig, oder? Hält sie nicht? Nein! Mensch, Kind, ey! Das macht man doch nicht. Shoot! Well, I'll be a... How can we let it get away? Wie konntest du dich einfach auf das stürzen? Das macht man nicht, Elsie. Man lässt Wildtiere in Ruhe. That dang varmint is more clever than I done thinked. Little bugger. Think you can outsmart me, do ya? Next time, ooh, you better believe next time there won't be a next time. Next time, or my name ain't Elsie, the rootinest, tootinest, yak girl this side of the U. Oh, gosh, no. I went and hurt the little bugger. All I ever wanted was to have a little fun. Sie ist so egoistisch, aber sie weiß es nicht. Sie ist halt noch zu jung dafür. Aber, boah, wenn ich sowas, also wenn mir sowas, sie ist jetzt noch recht jung.
wenn mir das aber im Erwachsenenalter auffällt, dass jemand so ist, kann ich mit dieser Person nicht. Da stellt sich bei mir alles auf, ja. Das ist so eine Person, die würde ich dann voll ignorieren. Oder irgendwann mal spruchlos lassen, aber ich wäre total sauer die ganze Zeit. Hey, you know what this means, don't you? We gotta track him down again and patch it up. Nee, eigentlich musst du ihn einfach in Ruhe lassen und deinen dummen Plan vergessen, Elsie. First, we need to get some medicine. Can you take care of that while I try to track it down again? Let's rendezvous as soon as possible. Moment mal, das war es? Yeah, pretty scary, huh? Okay, catch you soon. Du bist ziemlich scary, Elsie. Okay, wir müssen Medizin sammeln. Haben wir schon, das heißt, wir geben sie direkt Elsie. Hey, there you are. Looks like you got some good stuff there. Alright, I tracked it down to a general area. Come on. So, Quest kann gnadlos weitergehen. Voll gut. Wir müssen Elsie folgen. Ja, nee, sowas geht nicht. Also, Wildtiere darf man gerne beobachten, aber man lässt sie gefälligst in Ruhe. Da ist der kleine Mann oder die kleine Frau. Ja, lauf weg lieber. Sicherer. Come on now, little bugger. Eat up. It's good for you. Well, aren't you a little cutie? Come on, we're friends now, ain't we? Don't be afraid now. Last time was just a misunderstanding, you hear? Das Witzige ist ja... Entschuldigung, ich laufe voll in ihr Gespräch rein. Also, das Witzige ist ja, sie ist ja eigentlich mit Tieren groß geworden. Da müsste man doch eigentlich wissen, dass man sich nicht einfach auf ein Tier stürzt. Would you look at that? Looks like all's forgiven, I'd go so far as to say. Let's take you back to the ranch, all right, little one? I won't let any more mean old yak girls cause you no harm. Das einzige gemeine Yak-Girl bist du, Elsie. Well, all right. I think I can take things from here. Come visit our new friend here at the ranch when you get a minute. Thanks for the help. So long for now. Ja, es ist voll putzig, oder? Meerkat heißt es. Voll putzig. Ja. Mir ist jetzt nichts weiter eingefallen, weil ich voll in der Quest war und voll sauer war. Nee, aber ihr wisst jetzt ungefähr Bescheid, wie ich das handhabe. Wenn jetzt nichts kommt, wisst ihr Bescheid, warum. Man muss sich bei solchen, sag ich mal, Early Access Spielen einfach darauf einstellen, dass nicht immer alles rund läuft. Bei Enderal hatten wir auch extrem, auch extreme Probleme. Da musste ich ja auch zwischendurch dann pausieren. Das ist einfach mal so. So, erstmal unsere Öfen aufwerten. Ein Maschinen-Upgrade-Kit. Können wir uns hoffentlich noch schnell kaufen. Drüben bei der Schmiede. Und da, also das, gestern wurde der neue Patch angekündigt. Es gab kein Datum, aber es hieß sehr bald. Deswegen schätze ich, kommt es in den nächsten paar Wochen. Und vielleicht ist es dann so, dass ich gar keine weiteren Probleme habe und ihr nahtlos Folgen habt, weil ich so viel vorproduziert habe. Also, genau, wir halten uns das einfach ein bisschen offen. Ihr wisst Bescheid, ich mache mir einen Kopf, je nachdem, wie die jetzt so die nächsten Aufnahmen funktionieren. Und dann ist auch wieder gut. Ich glaube, mit denen, also mit diesen Grafikeinstellungen läuft es insgesamt flüssiger. Also ich habe auf jeden Fall die FPS begrenzt auf 60. Jetzt läuft das eigentlich alles ganz gut. Bin erstaunt. So, das haben wir. Dann würde ich gerne... Warte mal, den Verarbeiter konnten wir, glaube ich, schon aufwerten, ne? Blutsteinsägen und ein Maschinen-Upgrade-Kit. Gehen wir nochmal ein bisschen Blutstein sammeln.
Und ich denke, wir sollten auch mal demnächst mehr Maschinen bauen, dass wir ein bisschen mehr produzieren können. Achso, da war keiner. Skorpion. Haben wir hier noch. Da ist noch Festgestein. Ja, in der letzten Aufnahme hatte ich das. Das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Hatte ich die ganze Zeit so Mikroruckler, die mich ein bisschen kirre gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie in der Aufnahme zu sehen waren. Die ist ja kaputt gegangen. Ich konnte sie mir ja noch nicht mal angucken. Brauchte ich jetzt zwei? Ja, ne? Ja, dann brauchen wir nur noch das Maschinen-Upgrade-Kit. Das können wir uns erst am nächsten Tag wieder kaufen. Hugo hat nämlich jetzt zu. Und das ist halt auch anstrengend für mich dann zu spielen mit Mikro. Das ist unangenehm. Aber scheint jetzt besser zu laufen. Das freut mich schon mal. Und ich hoffe, die Aufnahme funktioniert jetzt auch. Oh, da waren wieder kleine Ruckler, aber das ist normal beim Nachladen. Von G. Suki, im Anhang befindet sich die Anleitung für die Sortiermaschine. Ich empfehle, sich nicht die Mühe zu machen, nach Ungenauigkeiten zu suchen. Diese Zeit wäre anderswo besser aufgehoben. G. Okay. Ich habe eigentlich, wenn ich Baupläne bekomme, selten das Bedürfnis nach Fehlern zu suchen. So, dann kaufen wir nochmal. Ach nee, um 8 Uhr macht er erst auf. Dann stellen wir doch mal die Sortiermaschine hier hin. Denn das ist eine Quest, die hat einen Timer. Neu sortiert. Genau, die markieren wir uns auch mal. Wir haben nur noch 6 Tage dafür Zeit. Und dann können wir auch noch den Anzug bauen. Aber erstmal die Sortiermaschine, die hat Priorität Nummer 1. Dann brauchen wir noch Kupferschrauben, das heißt 3 Kupferbarren. Es ist aufgewertet worden, wie ihr seht. Und jetzt haben wir hier 12 Plätze pro Warteschlange. Und ich habe gesehen, wir haben schon 3 Barren. Das heißt, wir können einfach direkt loslegen mit den Schrauben. Und den. Das können wir schon mal einbauen. Bronzeplatten, Lager. Und dann kaufen wir uns noch wieder ein Maschinen-Upgrade-Kit. Jetzt hatte ich gerade ein paar Brain Drops. Was? Gestern war es ein Goal teurer. Heute nicht. Und dann haben wir schon mal wieder einen neuen Bearbeiter. Der ist dann, glaube ich, bürgerlicher Bearbeiter, ja. Ich weiß gar nicht, wie sie auf bürgerlich kommen. Das klingt so ein bisschen komisch. Müsste ich mal gucken, wie es auf Englisch heißt. Es klingt halt so ein bisschen falsch übersetzt. In meinen Ohren. Okay, für den Roboter haben wir auch schon alles, ne? Ja, perfekt. Können wir den auch gleich bauen in einer Stunde 30. Und dann haben wir schon wieder zwei Hauptquests abgeschlossen. Aber wir können ja schon mal anfangen hier. Einfache Schaltung brauchen wir 2 Stück und Hartholzdielen. Mal, da müssen wir ein bisschen Holz sammeln für. Das können wir doch mal machen, solange wir warten.
Also, man merkt schon, ne? Hier haben die richtig mit Ressourcen aufgestockt. Man hat hier absolut gar kein Holzproblem mehr. Voll gut. Und ich denke, das ist ja jetzt hier ein Let's Play. Das heißt, ich versuche so nahtlos wie möglich die Story weiterzuführen, denn es gibt noch richtig viel Story. Ich habe jetzt aber auch die Tage nicht Sandra gespielt. Also, wie gesagt, das Logan-Update, das irgendwann mal im Mai. Nee, kam glaube ich Anfang August, es wird ja verschoben. Das ist unglaublich viel Content gewesen. Also, ich habe wirklich mit so ein, zwei Stunden neuer Story gerechnet. Es ist weitaus mehr. Was ja ziemlich positiv ist. Ist jetzt nicht negativ. Aber irre krass. Also, auch Porsche, das hatte ich ja gespielt, als es fertig war. Also, als es Version 1.0 war. Schon lange. Ist einfach... Das Spiel ist voll mit Story, das ist richtig gut. Also klar, man kann sich natürlich auch mit einfach nur Aufträge erledigen und farmen und sonst was hier die Zeit vertreiben. Das Spiel bietet das ja natürlich auch. Aber ich bin halt eher so ein Story-Spieler und ich finde es so schön, dass in diesem Farmspiel die Story so viel Bedeutung hat. Denn dadurch wird es mir nicht langweilig. Ich bin halt jemand, sobald man... sehr gleiche Routinen die ganze Zeit macht, also nur farmen oder Aufträge erledigen, das wird mir irgendwann zu langweilig. Und deswegen freue ich mich, dass hier so viel das Augenmerk auf Story gelegt wurde. Und es macht dadurch echt viel Spaß und ich fand das schon im Porsche, das war echt die perfekte Mischung zwischen ich tüdel mal so vor mich hin, also habe gerade keine spezielle Quest und wieder neue Hauptquest, die getriggert wurde, also das haben die schon echt gut gemacht. Wir haben jetzt 5. Wie viele sind jetzt noch drauf? 3. Dann brauchen wir noch 3? Nee, egal. Ich habe mich verrechnet. Die Schrauben sind fertig. Wir bauen jetzt lieber erstmal die Sortiermaschine. Aufnehmen. Fertig. Und ab zu Rocky damit. Beziehungsweise zu Eufaula Salvage. Stand da nicht gerade Ticket kaufen? Hier sind wir ein bisschen buggy. Ich komme rein. Ach, wahrscheinlich, damit ich das aufbauen kann. Das kann natürlich sein. Ich nehme meine Bugfrage zurück. Well, look at this thing. It's running like a dream. I gotta stop underestimating you, Builder. This should make all of our jobs easier. I wish we'd have thought to get one earlier. Let's call this the Bamna Machine. In remembrance of our old friend. We can change it if she comes back. So, you guys really believe we can make this work? You ain't gonna leave. No way. We're with you, boss. I don't have the motivation or ambition to seek betterment for myself. Oh, you guys. Bring it in. Ah, you two don't think you're getting away. Thanks again, Builder. I think this machine you built for us has inspired some hope. Maybe in me more than anyone. I'm gonna try to do something nice for you too, alright? You keep an eye on your mailbox. Das machen wir. Vielen Dank. Rocky, ich glaube, der ist ein ziemlich cooler Arbeitgeber. Ich glaube, der kümmert sich schon um seine Mitarbeiter. Das glaube ich schon. Das ist ein herzensguter Mensch. Bei dem würde ich auch arbeiten wollen. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Dann können wir uns ja direkt um die nächste Sache kümmern. Dann ist das Questlog irgendwann auch mal wieder ein bisschen leerer. Und zwar um den Roboter. Da sollten wir auch schon alles haben. Und den seltsamen Kraftkern. Perfekt. Und mitgenommen.
Es braucht ja noch eine Weile, ne? Wir brauchten, glaube ich, noch Bronze. Und dafür müssen wir erstmal wieder los und Zinnerz sammeln. Da wir das jetzt aber nicht haben, laufen wir einfach mal zu Heidi und geben ihr unseren Roboteranzug ab. Guck mal, da steht Fang. Oh, er ist über den Zaun geklettert! Burgess, ich hab's gesehen, er ist über den Zaun geklettert. Hey. Hallo. Who's that? Who's that? Ah. The new builder. Ja, witzig. Nicht nur ich springe über Zäune. What's up? Oh, wir dürfen seinen Geburtstag erfahren. Mein Geburtstag ist der 20. des Frühlings. Zur Feier des Tages gönne ich mir oft eine extra Portion Kirschschleim zum Frühstück. Ah, Kirchenschleim. Man liest nur das, was man lesen möchte, oder? Du weißt ja, was man sagt. Man lebt nur einmal. Was ist Kirchenschleim? Ist das sowas wie Haferschleim? Wobei heutzutage heißt das ja nicht mehr Haferschleim. Das heißt ja jetzt Porridge. Es ist im Prinzip ähnlich. Ja, also kann sein, dass das Original-Porridge-Rezept andere Zutaten noch drin hat, aber im Prinzip ist es gekochter Hafer. So. Und das ist Haferschleim auch. So, Heidi, hier. So, this is it. The definitely not a Gunga mobile suit. While you were working, I factored this thing into my construction plan. And with it, we'll be able to finish what's left of the bridge base in just 2 days. Ja, super. And since that's the case, I'll send word to Atara and have them send us a bridge inspector on the double. We'll have water trains back in Sandrock in no time flat. That Chi really has an amazing mind. Though, you'll never hear me say it to him. If his head got any more full of hot air, I think he might just float away. And we need him here, don't we? Der hat sie ja nicht ganz unrecht. Chi ist schon ein bisschen selbstverliebt. Aber ich finde, es hält sich. Es ist noch ist es die sympathische Form. Wird er das noch ein bisschen anders sagen oder nicht so weltfremd sein, dann wäre es unsympathisch. Well, thanks again for all your efforts. I'll show Chi your work. I think he'll be very impressed with how faithful you've been to his design. Be ready to install those load-bearing trusses you built before. Ja. Any luck with those materials? Nee, das ist die Sandwand, das heißt, die machen wir später. Deswegen habe ich das jetzt kurz geskippt. Mian, hallo. You've gotten diagrams from Haiti before, right? They're so easy to follow. I've been working on our sandwall thing lately, and the darn thing is almost building itself. I'm just surprised our boss never commissioned anything like this before. Das ist voll cool, das habe ich ja jetzt miterlebt. Also, ich war ja jetzt lange in der Werkstatt und mir ist aufgefallen, wie wichtig es ist, ordentliche Zeichnung zu haben, dann kann man das nämlich wirklich besser fertigen und man hat nicht 10.000 Fragen. Ja, also ich glaube, die Kommunikation zwischen Mechaniker und Zeichner sollte da sein, sodass beide gut Hand in Hand arbeiten können, weil es bringt nichts, wenn sich der Mechaniker über die Zeichnung aufregt, weil er es dann nicht fertigen kann, und es bringt nichts, dass der Zeichner sich da irgendwas aufs Papier schmiert, was der Mechaniker überhaupt nicht fertigen kann. Also, ja. Ist schon cool, wenn man so zusammenarbeiten kann. Das habe ich jetzt einfach für mich festgestellt. Okay, so, wie viele können uns die Quest ja auch mal markieren? Dann sehen wir, was wir alle schon haben. Ach genau, wir müssen noch ein bisschen Bronze-Farm gehen. Das heißt, ich würde mir einmal Essen bei Owen abholen. Und dann gehen wir noch kurz ein bisschen Zinn farmen. Und wenn wir die zwei, also quasi das eine ist ja wieder warten, aber wenn wir die Sandwand fertig haben, können wir auch wieder Aufträge annehmen. Wir wollen ja weiterhin Nummer 1 sein. Das nehmen wir einmal. Wie spricht man das aus? Kennt ihr das? Ich hätte es jetzt Adlerzistrosen genannt, aber es kann auch anders heißen. Da kann man viele Wörter drin lesen. Ich habe das Wort noch nie gehört. Wahrscheinlich google ich das gleich mal. Warte, ich muss es mir aufschreiben.
So, in der nächsten Folge wisst ihr dann auch Bescheid. Oder ihr habt es selber gegoogelt. Wir werden es auf jeden Fall mal probieren. So, Hauptgang haben wir schon. Dann nehmen wir noch irgendwas Fleischiges. Wir brauchen ja ein bisschen Energie. Frittierte Milch, das klingt für mich so komisch. So, haben wir zumindest ein bisschen Energie und können gleich noch Zinn sammeln gehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, also jetzt so nach dem Ladescreen merke ich immer, dass es ganz kurz ein bisschen ruckelt. Ich hoffe einfach, mit einem neuen Update läuft es wieder ein bisschen flüssiger. Und ich habe da auch keine Bedenken. Also wenn jetzt mal nach einem Patch oder so irgendwas nicht ganz rund läuft, finde ich das nicht so schlimm. Da ich weiß, dass sie wirklich sehr regelmäßig updaten, bin ich da super entspannt. Ist halt nur nervig, wenn die die Performance vom Spiel hat nicht unbedingt nur was mit der Aufnahme zu tun. Ich glaube, das sind zwei Problemchen, die sich hier zusammentun. Und da jetzt beides so ein bisschen doof zusammenspielt, habe ich erstmal gesagt, unter Vorbehalt, ne? Falsche Werkzeug, jetzt. Okay, mehr Zinn sehe ich nicht. Deswegen laufe ich erstmal direkt weiter. Klar, wenn man jetzt so gräbt, kann man auch mal Zinnerz bekommen. Aber diese Erze abzubauen, bringt da schon ein bisschen mehr. Guck mal da hinten. Ich weiß zwar nicht, wie ich gerade hinter mir das Zinnerz abbauen konnte, aber ich konnte es. So, und hier unten war auch noch einiges. Richtig gut, dass jetzt wirklich immer da steht, wie viel man von was braucht. Also wenn das jetzt zum Beispiel Bronzestab steht, da braucht man 5 und es sind einfach 10 Bronzestangen. Ich glaube, bei Porsche war das noch nicht so. Ich glaube nicht. Ich glaube, da habe ich immer ein bisschen mehr rechnen müssen. Okay, wir haben nur noch 11 Energie, das heißt, bringt nichts. Wir verlassen mal die Ruinen und schmeißen einfach schon mal den Ofen an. Und Kupfer brauchen wir auch noch. Wobei, wir haben einfache Schaltkreise. Ach nee, wir machen ja eine einfache Schaltung. Das heißt, wir brauchen doch noch Kupferdraht. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar kein Kupfer mehr. Wir haben aber 2 schon im Inventar, das heißt, wir brauchen nur noch 2 Kupferbarren. Und 10 Bronzestangen. Und dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht wieder kaputt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.